Servus Leute, wie immer, herzlich willkommen hier bei mir auf dem Channel. Ihr habt es letzte Woche gesehen, ich habe das Getriebeöl hier am Fahrzeug erneuert. Hier oben mal in die Infokarte ein Video für euch. Heute folgt das Tutorial, wie man hier an diesem Fahrzeug die Kühlflüssigkeit erneuert. Vorab zu beachten, Killswitch rein und den Hochvolt-Akku holen wir jetzt raus. Der soll im Servicebereich bzw. wenn man am Fahrzeug schraubt, nicht verbaut sein. Ist nicht wirklich aufwendig, Sitzbank auf, vier Schrauben. Einmal diese lösen, Akku rausnehmen und ja, die Waschkappe aufsetzen, damit wir einfach anfangen können mit unserer Wartung. Nun können wir Motorschutz wegnehmen, hier nochmal als Info, der muss nicht zwingend weg. Ich finde es aber deutlich sinnvoller, da man so deutlich schöner an die Ablassschrauben ran kann. Und man sollte sich nicht die Flüssigkeit in den Motorschutz und kann so einfach deutlich effizienter und sauberer arbeiten. Um diesen Motorschutz hier entfernen zu können, müssen wir hier diese Schraube lösen. Damit wir diese Schraube komplett entfernen können, müssen wir hier die zwei Halterungen vom Kühler lösen, damit wir den Kühler etwas nach hinten drücken können, um diese Schraube hier rausziehen zu können. Anschließend machen wir die vier Schrauben unterm Motor los, sprich die vorderen und die zwei hinteren. Dann können wir hier unseren Motorschutz einfach abnehmen und wir haben hier, wie man jetzt schon sehen kann, die Ölablassschraube und direkt darunter sind zwei weitere Schrauben, die sind für den Kühlkreislauf, Entschuldigung, diese zwei entfernen wir und lassen erstmal die Kühlflüssigkeit ab. Nun sind wir hier direkt unter dem Motor, für die Leute, die es interessiert, hier ist die Ölablassschraube und wir haben hier jetzt zwei Schrauben mit einer 8er Nuss, können wir diese lösen, fangen natürlich die Kühlflüssigkeit mit dem geeigneten Behälter auf, vorher schrauben wir aber den Einfüllstutzen am Kühler oben ab, damit wir hier drucklos sind und die Kühlflüssigkeit ablaufen kann. Ihr könnt es eben sehen, ich habe hier noch die Spoilerverkleidung seitlich abgemacht, um hier einfach an den Deckel vom Kühler zu kommen. Diesen öffne ich nun. Und wir schrauben jetzt einfach hier unten die zwei Schrauben auf und lassen die Kühlflüssigkeit ab. Ihr könnt sehen, auch das ist keine große Hexerei. Wir haben jetzt hier zwei Schrauben. Auf beide Schrauben ist eine Kupferdichtung drunter. Die erneuern und anschließend einfach wieder einschrauben und oben die Kühlflüssigkeit einfüllen. Die Schrauben bekommen 10 Newtonmeter. Das Ganze natürlich wieder mit Dreh- und Schlüssel anziehen. Und wir können rein theoretisch den Motorschutz hier unten wieder verbauen. Nun können wir unsere Kühlflüssigkeit einfüllen. Schaut gerne mal hier vorbei bei meinem Partner motorsatzhalle24.de. Mit diesem 10% Gutscheincode bekommt ihr auf alles im Shop 10%. Ebenfalls hier auf Kühlflüssigkeit. Egal was ihr bestellt, checkt es gerne mal ab. Schaut gerne mal in die Videobeschreibung, da findet ihr noch mehr, falls es euch interessiert. Jetzt einfach unsere 0,7 Liter wieder auffüllen. Jetzt am besten einen Trichter nehmen
650 ml ging jetzt eben rein. Rein theoretisch fehlen jetzt noch 50 ml. Ich werde nach der Probefahrt das Ganze kontrollieren. Wenn der Kühlflüssigkeitsstand abgesackt ist, werde ich ihn selbstverständlich nachfüllen. Nun bauen wir wieder unsere Hochvoltbatterie ein und wir können die Probe verbrennen. Und das war es auch wieder mit diesem Service. Ist wirklich kein großer Akt gewesen, ihr habt es gesehen. Das kann man auch problemlos, wenn man will, in einer Viertelstunde erledigen. Nach knapp 4 Jahren fand ich mal, es ist nötig, die Kühlflüssigkeit zu erneuern. Ich weiß nicht, ob es die Vorbesitzer gemacht haben. Natürlich, bei 1200 Kilometer, was das Motorrad drauf hatte beim Kauf, ist eigentlich nicht die Rede wert. Aber nach 4 Jahren wollte ich mal die Kühlflüssigkeit erneuern. Das Ganze kostet 10 Euro. Ist auf jeden Fall gut, dass es jetzt gemacht ist. Das war es eigentlich auch schon mit den ganzen Servicearbeiten. Jetzt kommt nur noch eine neue Kette und die Bremse wird gemacht, gleichzeitig natürlich die Bremsflüssigkeit getauscht. Ansonsten kann man jetzt hier nichts mehr warten. Es ist die komplette Wartung durchgezogen worden, die man hier am Fahrzeug machen kann. Das Einzige, was jetzt natürlich auch in Zukunft kommt, ist der Umbau selber auf Supermoto. Hier natürlich schön dranbleiben. Ich denke mal in ein paar Wochen für euch seht ihr das Endergebnis. Ich werde jetzt jeden Montag ein Video hochladen. Die erste Felge steht schon da hinten fertig. Die zweite werde ich gemeinsam mit euch im nächsten Video machen. Aber wie immer, danke fürs Einschalten und wir sehen uns beim nächsten Video.